holen. Zwei Tore sind zu schießen, damit Real Madrid in das Finale kommt. Das Finale, das am 29. im Wembley Stadion stattfinden wird. Erster Angriff also von Real. Mit 35 Jahren der älteste seiner Mannschaft, einer der Überlebenden des schweren Unglücks 1958 auf dem Flur, lässt weiterspielen. Best ist der Beagle im Angriff der Engländer. Amancio. Sehr schlecht abgegeben. Alles schießen. Er möchte da im Europacup-Finale spielen. Ob es so weit kommen wird, das werden wir nach diesem Kampf hier bereits abschätzen können. Amancio gegen Styles. Amancio. Styles. Perez. Amancio. Velázquez. Amancio. Velázquez. Amancio. Amancio. Unglaublich, was dieser Mann kann. Das war in der 45. Minute. Und wieder ist es Mobby Styles. Mancio. Und Tor. Großartig von Mancio. Großartige 5 Minuten vor der Pause. Amancio hat diesen Treffer erzielt. Vorbeigekommen am Best. Und Amancio. 3:1 also. Amancio. Amancio. Zu Amancio, Tor in der 43. und schließlich Amancio in der 44. Alle Treffer durch die Spanier erzielt, dennoch stand also 3:1. Amancio nur den knappen Vorsprung zu verteidigen trachteten. Amancio, das große Tore schießen, das sich in den letzten 5 Minuten vor der Amancio. 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 76. Minute. Amancio. Zeit, um insgesamt auszugleichen. Styles sehr aufmerksam jetzt als Bewacher von Amancio. Amancio. Und Eckball. Amancio.
energisch reagierten. Die Engländer haben keine ausgesprochen schönen Tore geschossen, aber es ist hier keine Schönheitskonkurrenz für Treffer. Amancio. Amancio mit seinem Schatten Nobby Styles. Amancio schießt.